Ja, Pitli Heil, hier von der schönen Ostseeküste. Ja, ich begrüße euch, bin wieder euer Charlie mit einem Angelfilm. Wir sind aber angeln heute nicht die Ostsee, sondern einen der vielen Moorteiche, die es hier überall gibt, die ja quasi von der letzten Eiszeit noch übrig geblieben sind. Diese kleinen Teiche, die stehen irgendwie eben mit der Ostsee in Verbindung durch zahlreiche Kanäle, die sich hier durch die Wiesen schlängeln. Und da zieht dann der Aal rein und sie sind wunderbar besetzt auch mit anderen Fischen. Ein Wermutstropfen hat die ganze Geschichte. Ich werde nicht verraten, wo dieser Teich, den ich jetzt beangle, mit meinem Kumpel, wo der sich befindet. Die Drehgenehmigung habe ich nur bekommen, eben aufgrund dieser Tatsache, dass ich es nicht verraten werde. Ja, dann wünsche ich viel Vergnügen mit dem Film und dann wünsche ich mir noch Petri Heil, dass wir auch was fangen werden. Also, tschüss. Hier mündet ein solcher Graben in die Ostsee. Es handelt sich hier um Süßwasser. Und hier zieht der Aal zum Beispiel und auch die Meerforelle in die Wiesen und gelangen auch so in die anderen Gräben. Ja, das Wasser ist Grundwasser, was hier aus diesen Wiesen herausfließt. So, jetzt sind wir an einem solchen Moorteich. Es ist ein ganz natürliches Gewässer und sie sind besetzt meist mit vielen, vielen Weißfischen, Schleien, Karpfen, Aal. Der Aal, der zieht natürlich ein. Die Weißfische werden von Enten und Gänsen in die Gewässer gebracht. Teilweise werden die auch besetzt mit Fisch, aber wie gesagt, die Weißfische, die kommen meistens durch Enten. Ja, so, dann fangen wir jetzt an. Wir sind jetzt hier an so einem Moorteich und fangen an jetzt hier zu angeln. Ja, geangelt wird hier mit Tauwurm. Da wollen wir versuchen, mal Aale zu kriegen oder mal eine Schleie. Oder auch Karpfen. Die gehen auch gern da dran. Und natürlich ist auch der Trüffelhund dabei, der heißt aber hier nicht Trüffelhund, der heißt hier Aalhund. Ja, und das hier, das ist kein Tauwurm, das ist ein Dendrobene, also ein Riesendendrobene. Ja, die sind alle aus der Wurmfarm unseres Vertrauens, auch von Superwurm. Ja, das ist der Tauwurm und der wird jetzt rausgeschmissen. Ja, wir spielen hier die richtigen Fischdiebe, jeder mit drei Ruten. Ja, hier links sind Seerosen. Und das gibt immer gute Deckung. Jetzt müssen wir hier die Posen beobachten, aber ich habe auch zwei auf Grund gelegt. Schauen wir ganz einfach mal. Jetzt heißt es warten. Ja, hier haben wir den ersten Biss. Ja, er schiebt aber nur die Pose hin und her. Schauen wir mal und warten was ab. Ja, dann warten wir mal ab, was kommt. Ne? Bis jetzt ist also noch nichts. Und aber es ist schön hier. Das ist der Axel, der bellt mit. Ja. Seerouten. Mücken in der Luft. Ja, jetzt haben wir hier eine wunderbare Abendstimmung. Die Sonne kommt raus, der alte Lorenz. So, jetzt habe ich hier einen Biss da hinten an der Pose. Ja, da musst du aber jetzt reagieren. Und war nix. Ich weiß ganz genau, was da unter der Klappe ist. Ja. Kann ich dir auch hier zeigen.
Na gut, probieren wir es an derselben Stelle nochmal. Ja, wir haben auch hier Würstchen dabei, aber keine zum Grillen, sondern so grüne, vegetarische Würstchen. Die müssen wir so haben. Oh, wieder anködern. Du darfst hier sitzen bleiben, Flo. Gerade bewacht die Würmer. Da haben wir jetzt die den Robene. Fleischnudeln, lecker. Jetzt dürfen die Schleie beißen. Yes, dann mach das mal. So, dann kommt er wieder in die Ecke. Yes. Ja, da hat was gebissen. Vielleicht holt er den auch rein jetzt. Eine Rotfeder. Yes. Genau. Ja, da zieht er ab. Ja, was kann das sein? Rotfeder wieder. Schleiber schöner. Was heißt so? Schleie. Ja, das ist eine Schlei. Ja, eine Schleie. Ja, eine Tinka. Eine Tinka, ja. Eine weibliche sogar. Ja. Ein Rochner. Hier an der rechten Seite tut sich auch nichts. Im Moment ist eine kleine Beißflaute eingetreten. Ja, da hinten ziehen dicke Wolken auf. Ja, so langsam wird es Abend. Aber wir warten ja auf die Dunkelheit. Ja, der Aalehund, der liegt jetzt auch da und macht ein bisschen Bobo. Ja, wir haben jetzt Nacht und wir haben hier den ersten Aalbiss. Ich kann hier leider nur so. Ja. Ja, man kann nicht sehen. So, jetzt wird gedrillt. Mal gucken, dass wir den Aal kriegen. Ja, und was für ein Aal? Hör bloß auf, du. Das ist kein Aal. Was für ein Aal? Das ist was verrauscht. Nee, das ist ein Giebel. Das ist ein Giebel? Guck jetzt mal, was für ein hübscher Giebel. Komm her, Harald. Sollte man einen fetten Giebel sehen. Ja, das doch mal. Ja. Das ist ein Giebel. Ja. Seitenstrichlinie. Sieht aus wie eine Karotte. Ist es aber nicht. Guck mal, wie dick der ist. So, das sah aber aus wie Aal. Ich habe aber gehofft, dass wir Aal. Nee, nehme ich nicht mit. Weil das ist. Catch and Release. Nee, die sind vom Aussterben bedroht, die Dinger. Echt? Jupp. Ja, jetzt haben wir richtig Nacht, 11 Uhr. Nur noch die Knicklichter zu sehen. Ja, mal gucken. Wir warten jetzt auf den Aal. Ja, so geht es. Ja, mir ist gerade gelungen, einen kleinen Aal zu fangen. 25 cm. Aber der durfte wieder schwimmen. Ah, das Knicklicht, die Lüge und Würmchen in der Nacht. Ja, mir ist gerade gelungen, einen Aal zu fangen. Da ist er bei der Schleie. Und schade, konnte den Drill nicht filmen, da war meine Angel war. Ja, wenn man bedenkt, dass wir heute hier so 9 Grad haben, also richtig kalt für den Sommer und der Aal läuft, kann das nicht so sehr an der Temperatur liegen. Ja, wollen wir mal gucken. Also da kommt er. Natürlich.
sage ich dir. Ja, wollen wir mal schauen, dass es ein richtiger Aal ist. Das ist ein Aal. Ja. Schauen wir mal. Oh ja, das ist ein Lorbas. Ja, ne? Noch nee, gucken. Ja, natürlich nehmen wir den mit. Wo ist er jetzt? Ja, das ist alles schwer zu filmen. Ja, wunderbar. So. Ja, wunderbar. Ja, hat er auch, sieht man ja auch. So, schnappen wir. Wunderbar. Siehst du das? Halt mal. Ein Spätzkopf. Ja, mit dem Lichtproblem. Ja, wunderbar. Schön. Petrige Heul. Den kriegst du nicht gezogen. Ja, ja. Wunderbar, kann man sehen. Jo. So, ab in den Eimer damit. Ja, ja, da sind die schliegigen Aale. Ja, Leute, wir haben jetzt 20 vor 1 am Samstagmorgen. Ja, es war gut hier an diesem Moorteich. Wir haben zwei Aale und eine Schleie gefangen. Ja, und wir packen jetzt ein, denn morgen haben wir auch noch einen Tag und wollen mal gucken, was wir da machen. Ich wünsche viel Vergnügen mit diesem Film. Ich sage noch Petri Heil und schaut demnächst wieder rein auf meinen Kanal hier, Charlies Filmkanal. Tschüss!